Falls ihr den Influencer Celtics kennt, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, dass er seine eigenen Cornflakes rausgebracht hat. Außerdem bringt Celtics regelmäßig Videos raus, wo er Influencer-Produkte testet, und da er sein eigenes Produkt ja nicht wirklich testen kann oder bewerten kann, dachte ich mir, dass ich diese Aufgabe für ihn übernehme. Aber der Unterschied zu meinem Video ist, dass ich nicht auf Influencer-Produkte eingehe, sondern auf die Cornflakes von Celtics. Außerdem kommt ihr mit dem ersten Link in der Beschreibung zu Celtics seinen YouTube-Kanal. In diesem Video gehe ich aber nicht nur auf die Punkte Geschmack und Preis-Leistung ein, sondern ich beschäftige mich viel mehr mit dem Produkt, wie mit dem Design, Inhaltsstoffe, mit dem Versand und so weiter. Und damit starten wir direkt ins Video nach dem Intro. Das erste, was ich loswerden muss, ist, dass ich diese Cornflakes nicht das erste Mal esse, sondern sie schon etwas länger probiert habe, über mehrere Wochen immer mal wieder etwas gegessen und geschaut, wie sehr habe ich Lust auf diese Cornflakes und wie oft. Für euch habe ich das Ganze aber nochmal eingepackt. So sieht die Verpackung aus und wenn ihr die öffnet, sind da drin, wie erwartet, Cornflakes. Die sehen so aus und ohne die Verpackung zu öffnen, kommt schon ein süßlicher Duft her, was ich richtig gut finde. Außerdem findet man dort diese Actionkarten. Und ich würde sagen, ohne das Ganze mal näher zu betrachten, gehen wir erstmal auf den ersten Punkt ein, und zwar der Geschmack. Außerdem habe ich mir eine Waage geschnappt, womit ich gewogen habe, wie viel Cornflakes ich insgesamt esse. Dabei bin ich auf genau 52 Gramm gekommen. Außerdem teste ich diese Cornflakes mit der Milch von Weihenstephan. Warum? Weil es einfach mein Lieblingsmilch ist. Ja, und jetzt kommen wir direkt mal zum Geschmack von den Cornflakes. Also so sieht das Ganze aus. Außerdem sind nicht alle Marshmallows gleich. Es gibt weiße und es gibt pinke. Ja, und die Fruit Loops, die sehen halt wie immer aus, alles im Bund. Und ich würde sagen, ich esse sie jetzt erstmal auf. Also was man direkt sagen kann ist, das sind echt süße Cornflakes. Falls ihr auf etwas Gesünderes steht oder auf etwas, was nicht so süß schmeckt, würde ich euch auf jeden Fall andere Cornflakes empfehlen. Außerdem finde ich, wenn man jetzt nur die Fruit Loops isst, kommt das Ganze irgendwie ein bisschen langweilig. Und man hat irgendwie das Gefühl, es fehlt irgendwas. Wenn man jetzt aber nur die Marshmallows isst, dann schmeckt das auch irgendwie weird, weil du das Gefühl hast, dass du puren Zucker isst. Deswegen finde ich, ist es auf jeden Fall eine gute Idee gewesen, Fruit Loops mit etwas anderem zu kombinieren. Aber ich würde da eher nicht Marshmallows nehmen, sondern eher sowas wie Kekse. Aber das ist nur mein persönlicher Geschmack. Außerdem ist der Vorteil an Marshmallows, dass die nicht wirklich weich werden, weil sie sich ja eigentlich nur aufsaugen. Außerdem ist bei diesem Cornflakes so, dass die Milch nicht verändert wird, durch zum Beispiel einen Schokogeschmack, wonach es danach irgendwie nach Kakao schmeckt, sondern die Milch bleibt komplett gleich. So Leute, und jetzt stellt sich die Frage, wie finde ich diese Cornflakes? Mal kurz gesagt, diese Cornflakes sind eigentlich ganz gut, aber ich persönlich würde mir die nicht nochmal kaufen, da ich die wirklich einfach zu süß finde oder entweder zu langweilig und auf Dauer finde ich den Geschmack echt nicht geil. Also einmal war es schon echt nice, so fürs Erlebnis, aber jetzt, ich habe das ja öfter gegessen und ich habe wirklich gemerkt, die ersten 3 Tage habe ich das wirklich daily gegessen, danach immer weniger und jetzt habe ich mehrere Wochen Zeit dazwischen gehabt und irgendwie habe ich gemerkt, dass ich darauf irgendwie nicht so Lust habe. Und deswegen, glaube ich, lasse ich jetzt erstmal fürs erste Mal, außer Celtics bringt eine zweite Version von seinen Cornflakes raus. Außerdem ist wichtig zu sagen, dass ich nicht nur eine Cornflakes-Packung bestellt habe, sondern ganze 3 für meine 2 anderen Freunde. Und die waren auch nicht wirklich ganz überzeugt von dem Geschmack. Und naja, die Cornflakes-Packung ist bei dem einen nicht mal wirklich offen, weil er von mir probiert hat. Und irgendwie haben die auch nicht so wirklich Lust auf die Cornflakes. Aber sie sagen, das Design ist auf jeden Fall geil. Und ich würde sagen, als zweiten Punkt gehe ich mal direkt auf die Actionkarten ein. So, und das Ding ist, bei dem Thema Sammelkarten ist das jetzt ein bisschen schwierig, weil ich möchte jetzt auch nicht nur Negatives über die Cornflakes berichten, aber ich möchte ja auch ehrlich sein und er hat 8 Monate Zeit darin gesteckt und es ist wirklich nice, weil es ja wirklich verschiedene Sammelkarten gibt mit wirklich geilen Details und zu jeder Actionfigur gibt es auch Sidefacts und sowas, das ist echt nice. Und die Sache bei dem ist es jetzt so, dass ich in meiner Bestellung, wo ich ja 3 Packungen Cornflakes bestellt habe, 3-mal dieselbe Celtics-Karte bekommen habe, was ich echt schade finde. Vielleicht liegt es irgendwie an der Produktion oder sowas, aber ich finde es schon irgendwie krass, dass ich von 5 verschiedenen Karten 3-mal dieselbe bekommen habe in 3 verschiedenen Packungen, weil man kriegt ja pro einer Packung eine Sammelkarte. Und ich finde es ehrlich gesagt schade. Ich meine, vielleicht haben die ja irgendwas in der Produktion so gemacht, dass sie zuerst nur die Celtics-Karten haben, danach nur die Revi-Karten oder die Unge-Karten. Aber ich habe jetzt 3-mal die Celtics-Karte und irgendwie, weiß nicht, ich finde das ehrlich gesagt echt schade. Und wenn ich schon dabei bin, die Karten zu bewerten, würde ich sagen, gehen wir direkt auf Punkt 3, und zwar das Design. Und jetzt meine ich das Design von der Verpackung. Also ich glaube, zum Thema Design brauchen wir nicht wirklich viel sagen. Die Verpackung ist einfach nur richtig geil.
Ich finde das auch richtig heftig, diesen, wie soll ich sagen, diesen Retro-Look, auch mit diesen Action-Figuren und so, dass er hier auch diesen Löffel hat, der dann auch so nicht normal ist, sondern halt auch so gebogen. Hier steht dann auch ganz fett, dass man ja diese gratis Sammelkarten bekommt. Hier ist dann auch noch so ein Blitz. Hier sind auch weitere Blitze. Und es sieht wirklich einfach heftig aus. Ich hoffe, das sieht man jetzt. Dann ist hier auch noch ein Detail. Das finde ich auch ganz nice. Dann hier an der Seite ist auch ein Detail. Oben auch. Und hinten ist das auch ganz nice, weil man hier auch diese Blitze immer am Rand sieht. Hier steht auch lustigerweise 100% Lightning, Voltage und Taste. Finde ich auch ganz nice. Hier ist dann eine kurze Beschreibung und dort sind dann die Inhaltsangaben. Und wie man das Ganze aufbewahrt und wie lange das haltbar ist. An sich vom Design finde ich das echt heftig, aber was ich irgendwie schade finde, ist, dass die Cornflakes nur bis zum 30.04.2023 haltbar sind. Weil normalerweise sind Cornflakes ja 1-2 Jahre haltbar und die sind ja jetzt wirklich nur so 2-3 Monate, was ich ehrlich gesagt schade finde. Aber an sich ist das ja kein großes Thema, weil man Cornflakes ja relativ schnell frisst, wenn man die ja daily frisst. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und wenn wir schon bei der Verpackung sind, kommen wir direkt mal auf die Inhaltsangaben. Also welche Stoffe sind da drin, ob das Ganze gesund ist und wie würde ich das Ganze mal bewerten. Bei den Inhaltsstoffen habe ich jetzt zuerst einmal auf die Kalorien geschaut. Und die Celtics Cornflakes haben auf 100 Gramm 371 Kalorien. Ich habe das Ganze mit anderen Cornflakes von Kellogg's verglichen. Und ich habe schnell festgestellt, dass diese Cornflakes relativ wenig Kalorien haben im Gegensatz zu anderen Cornflakes. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Aber Kalorien ist nicht das Einzige, was ich da gefunden habe. Und zwar gibt es eine Sache, die ich echt gar nicht so gut finde. Und zwar der Zuckergehalt in diesen Cornflakes. Und zwar gibt es laut der Ärztezeitung einen Bericht von einer Studie, die besagt, dass ein erwachsener Mensch am Tag nur 50 Gramm Zucker essen sollte. Und da habe ich mal geschaut, wie viel Gramm Zucker in diesen Cornflakes steckt und es sind 38 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Das Ganze habe ich dann mit anderen Cornflakes verglichen und ich habe meilenweit keine anderen Cornflakes gefunden, die auch 38 Gramm Zucker haben. Selbst Lucky Charms, womit Celtics ja seine Cornflakes, sage ich mal, verglichen hat, haben nur 32 Gramm. Das sind immerhin fast 6 Gramm weniger. Und dann habe ich auch noch andere verglichen, sowas wie Cineminis, die haben auch nur um die 26 Gramm oder so und ich weiß nicht, das ist schon echt krank, wie viel Zucker da drin steckt. Deswegen würde ich die jetzt nicht so weiterempfehlen von den Inhaltsstoffen her. Außerdem ist das für mich jetzt wirklich nicht so gut, weil ich ja auch ins Gym gehe und da auch auf meine Ernährung achten muss. Daher finde ich das echt nicht so geil, dass da jetzt so viel Zucker drin steckt. Außerdem steht bei den Inhaltsstoffen, dass da Gelatine enthalten ist, was dafür sorgt, dass Moslems diese Cornflakes nicht essen sollten, weil es ja Haram ist. Aber Celtics hat gesagt, dass sobald die Cornflakes in die Supermärkte kommen, dass er dafür sorgen wird, dass die vegan sind. Und das finde ich echt nice. Und ich würde sagen, kommen wir jetzt zum Versand und Preis-Leistung. Außerdem finde ich es wichtig zu erwähnen, dass ich für die Bestellung ungefähr einen Monat gewartet habe. Also ich habe das ungefähr so am 8. Dezember bestellt, habe um die 6 Euro Versand bezahlt und ich habe einen Monat gewartet und dann ist es endlich angekommen. Was auch in die Bewertung reinfließt, was ich auch schade finde. Aber man muss erwähnen, auch wenn Celtics nicht wirklich was dafür kann, weil er ja gesagt hat, dass es an dem Weihnachtsverkauf liegt. Und beim Thema Preis ist es ein bisschen schwierig, weil ich meine, Celtics hat ja Fruit Loops gekauft, also eine fertige Verpackung, so wie ich das denke. Und naja, da hat ja Kellogg's, die Firma, ihren Gewinn schon mit einberechnet. Heißt, wir bezahlen ja auch den Gewinn von Kellogg's. Und ich habe gerade nachgeschaut und eine Packung mit 375 Gramm, also dieselbe Menge, kostet Fruit Loops nur 2,89 Euro. Und die Celtics Cornflakes kosten halt 6 Euro. Das finde ich ehrlich gesagt auch nicht so nice, vor allem wenn man die anderen Punkte dann auch noch mit einbezieht, dass ich einen Monat gewartet habe, dreimal dieselben Karten bekommen habe. Der Geschmack überzeugt mich dann auch nicht wirklich und naja, ich finde, es lohnt sich einfach nicht, die Celtics Cornflakes zu kaufen. Für mich jetzt. Er hat zwar gesagt, dass er die Celtics Cornflakes in Supermärkte verkaufen will, also vertreiben will, sowas wie Rewe, Edeka und so, und er hat dazu auch ein Statement geäußert. Und zwar ist er gerade dabei, mit den Supermärkten bestimmte Gespräche zu führen, womit er dafür sorgt, dass seine Cornflakes in den Verkauf kommen. Und das Gute dabei ist, dass der Preis günstiger wird, weil er ja auch dann mehr produzieren kann, Mengenrabatt bekommt und weiß, dass es verkauft wird und so weiter. Heißt, es lohnt sich viel mehr für ihn und außerdem, was man auch noch bedenken muss bei der Preis-Leistung, ist, dass Celtics seinen Gewinn rausgenommen hat, damit es für uns günstiger wird. Das ist auf jeden Fall korrekt. Für meinen Geschmack sind die Cornflakes immer noch zu teuer, aber jetzt seid ihr dran. Wie schmecken euch die Cornflakes? Schreibt es gerne in die Kommentare, mich würde es gerne interessieren. Und naja, ich weiß nicht, vielleicht reagiert ja Celtics auf das Video. Wenn ja,
Danke fürs Zusehen und ich will jetzt kein Abo oder kein Like von euch, sondern mir wäre es wichtig, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wie ihr das Video fandet, damit ich mich beim nächsten Mal verbessern kann, da ich ja noch ziemlich am Anfang bin. Und damit, wiederschauen und reingehauen.